Petri! Was ist denn los? Mir hergefliegt und unterwegs. Etwas vom Himmel gesehen. Littlefoot muss auch sehen. Was hast du gesehen? Das große Überraschung. Komm mit! Dieses Weg! Dieses Weg! Hallo, Littlefoot. Papa, du bist zurück! Oh, das ist ja eine Überraschung, dass du und Shorty wieder im großen Tal seid, Papi. Wir sind dieses Mal früher gekommen als erwartet, aber... Du weißt doch, warum dein Vater hier ist, oder? Ron, mein Junge. Wir haben uns schon langsam gefragt, wo du so lange bleibst. Ich habe schon angefangen, den Prüfungsplatz vorzubereiten. Den Prüfungsplatz? Ja, für die große Langhalsprüfung. Hä? Die große Langhalsprüfung ist eine Reihe von Aufgaben, die junge Langhälse bestehen müssen, bevor sie in der Gruppe der Heranwachsenden aufgenommen werden. Normalerweise kümmern sich die Mutter oder der Vater von einem jungen Langhals darum. Deswegen bin ich hergekommen. Verstehe. Und was muss ich tun, um die Langhalsprüfung zu bestehen? Ah, das wirst du schon noch erfahren. Die Prüfung soll zeigen, ob ein junger Langhals die Fähigkeiten besitzt, die man braucht, um eines Tages eine Herde zu führen. Ist der verrückt? Du solltest heute lieber früher schlafen gehen, mein Kleiner. Deine Großmutter hat recht. Bei den ersten Strahlen der großen hellen Scheibe brechen wir zum Prüfungsplatz auf. Was ist los, Littlefoot? Bist du nervös wegen der Prüfung? Ein bisschen. Ich will die Prüfung unbedingt bestehen. Aber ich hätte lieber mehr Zeit gehabt, um mich vorzubereiten. Ron sagt, entweder man ist für die Prüfung bereit oder man ist es nicht. Das klingt fast so, als hätte Ruby es gesagt. Du hast gut lachen, Littlefoot. Ich möchte auch gern die Prüfung machen, aber Ron lässt mich nicht. Du bist auch bald an der Reihe, Shorty. Wenn du bereit dafür bist. Aber ich bin jetzt schon bereit. Vielleicht machst du mit Shorty heute die Prüfung. An meiner Stelle. Es wird Zeit, Littlefoot. Gehen wir. Wir sind da, mein Sohn. Und jetzt sagst du mir, worin die große Langhalsprüfung besteht? Zur Prüfung gehören drei verschiedene Aufgaben. Jede Aufgabe endet, wenn du einen roten Baumstern gefunden hast. Einen roten Baumstern? Alles klar. Die erste Aufgabe ist ein schwieriger Weg, der deine Stärke, deine Ausdauer und deinen Mut auf die Probe stellt. Du musst den höchsten Punkt des Tafelbergs erreichen, um die Aufgabe zu vollenden. Ich verstehe. Willst du lieber wieder runterkommen? Nein! Ich weiß, ich krieg das hin. Ich hab's geschafft. Und da ist ja auch der rote Baumstern. Jetzt muss ich nur noch irgendwie wieder runterkommen. Naja, vielleicht,
Vielleicht schaffe ich es ja, über die Feuergrube rüber zu springen. Nein, das schaffe ich nie im Leben, darüber zu springen. Tut mir leid, Papa. Ich finde keinen sicheren Weg, darüber zu kommen. Ich bin wohl nicht bereit, ein Anführer zu sein. Ich gratuliere dir, Littlefoot. Du hast die große Langhalsprüfung bestanden. Was? Aber wieso denn? Ich konnte die Feuergrube nicht überqueren. Wieso habe ich bestanden? Diese Aufgabe war anders als die anderen. Dabei wurde dein Urteilsvermögen getestet. Die Aufgabe war nicht zu lösen, Littlefoot. Und du hast richtig entschieden, es gar nicht erst zu versuchen. Und wenn ich versucht hätte, über die Feuergrube zu gelangen? Dann hätte ich dich aufgehalten, denn du hättest es nicht geschafft. Aber auch wenn du die Prüfung nicht bestanden hättest, Littlefoot, hätte ich dich immer noch geliebt. Gehen wir. Da kommen die beiden. Littlefoot! Hast du den Test bestanden? Ja, das hat er. Papa? Ich hoffe, ich kann eines Tages genau wie du eine Herde anführen. Tja, Littlefoot. Sieht aus, als hättest du bereits eine Herde, die du anführen kannst. Na super! Wieder ein Langhalsanführer. Und deshalb verändern die Baumsterne ihre Farbe, bevor die kalte Zeit kommt. Das war ja eine tolle Geschichte, Großvater. Oh ja! Bitte erzählen Sie uns doch noch eine Geschichte. Ja! Naja, schön. Wie ihr wollt. Tja, wollen mal sehen. Ah ja, ich weiß. Es war einmal vor vielen kalten Zeiten. Da gab es einen jungen Langhals mit dem Namen Sternengucker. Jede Nacht kletterte er auf einen Berg, um sich die Himmelssterne anzusehen. Aber eines Nachts kamen die Himmelssterne vom Himmel herunter. Sie wollten sich den Langhals ansehen, der dauernd nach ihnen Ausschau hält. Die Himmelssterne sagten Hallo zu Sternengucker und fragten ihn, ob er sie nicht bald besuchen wolle, hoch oben im Himmel. Und du meinst, das ist wirklich passiert? Ich bin nicht sicher, ob du die Geschichte richtig erzählst. So alt wie du bist, musst du doch alle Geschichten durcheinander bringen. Saro, bist du das wirklich? Und ob ich das bin, ich dachte, ich würde dich nie finden. Ich fass es nicht nach all den vielen Jahren. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Ich habe sie nie aufgegeben, wie grünes Essen in der kalten Zeit. Auch wenn es plötzlich weg ist, es wächst immer wieder nach. Großvater? Wer ist das? Kinder, ich möchte euch einen alten Freund von mir vorstellen. Sein Name ist Saro. Freut mich, euch kennenzulernen. Aber wer ist das? Ein Schafzahn? Das ist Schompa. Littlefoot hat ihn ausgebrütet. Und jetzt lebt er mit uns zusammen. Ja. Ich möchte gern lernen, mit unterschiedlichen Dinos gut auszukommen. Tja, da hättest du keinen besseren Lehrer finden können. Es tut gut zu hören, dass du immer noch Langhalsgeschichten erzählst. Großvater erzählt die schönsten Geschichten im Tal. Das kann ich mir vorstellen. Euer Großvater war schon immer ein großer Geschichtenerzähler. Ein Geschichtenerzähler? Was ist denn das? Ein Geschichtenerzähler reist durch das Land und erzählt die großen Langhalsgeschichten allen Langhalserden. Ach, und du warst so ein Geschichtenerzähler?
Euer Großvater war einer der besten Geschichtenerzähler aller Zeiten. Ich habe versucht, jede seiner Geschichten auswendig zu lernen. Naja, ich wollte doch nur, dass sich alle an unsere wichtige Vergangenheit erinnern. Wir lieben Geschichten. Das tue ich auch. Oh ja. Ja, Großvater, Saro, könnt ihr uns eine von den großen Langhalsgeschichten erzählen? Naja, ich denke, ein oder zwei Geschichten hätten wir schon noch drauf. Wer weiß denn, wie die Langhälse zu ihrem Namen gekommen sind? Das ist, weil sie einen so langen Hals haben. Jap, jap, jap. Das weiß doch jeder Nestling. Aber wusstet ihr, dass die Langhälse nicht immer so einen langen Hals hatten? Hatten sie nicht? Es war einmal vor vielen kalten Zeiten, lange bevor wir geschlüpft sind. Da hatten die Langhälse einen kurzen Hals. Da waren die Bäume noch klein und sie kamen mühelos an die Baumsterne in den Wipfeln der Bäume heran. Immer wenn die große, helle Scheibe am Himmel war, sangen die Bäume ihr ein Lied. Die große, helle Scheibe mochte die Lieder so sehr, dass sie die Bäume umarmte und zu sich zog, sodass sie ganz lang wurden. So waren sie näher am Himmel, wenn sie ihr Lied für die helle Scheibe sangen. Aber jetzt hingen die Baumsterne so hoch, dass die kurzhalsigen Langhälse nicht mehr an sie rankamen. Es tat der Nachtscheibe so leid, dass sie ihnen helfen wollte. Durch das Licht fühlten sie sich besser. Und so reckten sie ihre Köpfe nach oben, um näher an der Nachtscheibe zu sein. Und während sie das taten, wurden ihre Hälse so lang, dass sie wieder an die Baumsterne herankamen. Die Freundlichkeit der Nachtscheibe half uns, Langhälse zu werden. Tja, Kinder, so haben die Langhälse ihre langen Hälse bekommen. Das war eine steinstarke Geschichte, jap, jap, jap. Petri, du musst Hilfe holen. Ich flieg hier nicht, nein, dann wird Berg noch mehr böse. Wie böse kann er denn schon noch werden? Petri, du hast den Berg nicht sauer gemacht. Selbst wenn's so wäre, müsstest du jetzt fliegen. Du bist unsere einzige Rettung. Na schön, also gut, mir fliegt. Du bist der Beste, Petri. Ich weiß, du schaffst es. Ich nicht so sicher wie Ruby. Mir macht nicht Berg sauer, mir macht nicht Berg sauer, hoffentlich. Er nicht sauer? Rauchende Berg ist doch nur ganz normaler Berg. Keine Angst, Freunde, ich beeilen. Ich wusste, er kriegt das hin, jap, jap, jap. Tja, jetzt müssen wir nur noch warten. Ich kann's kaum abwarten, bis wir zu Ende gewartet haben. Wartet's nur ab. Hey, pass doch auf, wo du hinstapfst. Es ist ja so still. Ich hoffe, den Kindern ist nichts passiert. Mami! Petri! Was ist passiert, Petri? Meine Freunde brauchen Hilfe. Liegt es etwa an mir oder ist es plötzlich heißer geworden? Es ist irre heiß. Ich sag's nur ungern, aber ich hab Hunger. Ich wünschte, du würdest mich nicht so ansehen, wenn du das sagst. Ja, das tue ich. Jap, jap, jap. Huhu! Freunde, wir kommen! Petri, du bist der Größte! Großmutter! Großvater! Wir helfen euch, Littlefoot.
Na, dann kommt an Bord, Kinder. Ich bringe euch auf die andere Seite. Und ihr kommt mit mir. Hey, das kitzelt. Immer schön langsam, ein Schritt nach dem anderen. Tria! Rate mal, was ich für dich habe. Wir sind extra hierher gekommen, um für dich einen Glitzerstein zu suchen und... Zera, pass auf! Oh, oh nein! Ups, ups. Es tut mir sehr leid, Tria. Ich meine alles. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Du bist mir viel wichtiger als alle Glitzersteine zusammen. Na dann, Abmarsch nach Hause alle miteinander. Sieht aus, als müssten wir einen Umweg über den Berg gehen. Wir nicht. Wir Fliegers. Und Rauchberg sind nur ein Berg. Wer als letzter zu Hause sind, kleiner Nestling. Oh je. Da sind Krallo und Klaue. Schnell, beeilt euch. Ducky, Spike, schnell weg hier. Nehmt die Nestlinge und die Kleinen in eure Mitte. Und der Rest folgt mir und Großvater Langhals. Dann wollen wir den Schnellschnappern mal zeigen, dass sie hier nicht willkommen sind. Hey, ihr Schnellschnapper. Ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Mir leid, aber heute Abend geht ihr hungrig in euer Nest. Diesen Schnellschnappern haben wir es aber gezeigt. Wie sind die bloß hierher gekommen? Sie müssen einen Weg ins große Tal gefunden haben, den wir nicht kennen. Es ist schon lange her, dass sich ein Scharfzahn ins große Tal verirrt hat. Das ist eine äußerst gefährliche Situation. Die Schnellschnapper sind auch meistens mit Rotklaue zusammen. Und Rotklaue ist der größte und gemeinste Scharfzahn von allen. Wenn die hier sind, dann ist er auch nicht weit weg. Dann müssen wir herausfinden, wie die Schnellschnapper hier rein und rauskommen. Genau, und bis wir das wissen, müssen wir Tag und Nacht auf der Hut sein. Das war ein großer Fehler. Niemand darf die Baumleckereien in der versteckten Schlucht essen. Ihr habt also Fußabdrücke gesehen? Ja, Schnellschnapper-Fußabdrücke. Kinder, wie viele von den Baumleckereien habt ihr denn gegessen? Sehr viele. Was spielt das jetzt für eine Rolle? Diese Baumleckereien haben einen Geruch, den Scharfzähne nicht ausstehen können. Genau genommen macht sie der Geruch krank. Ja, das glaube ich. Aber wenn nicht mehr sehr viele davon übrig sind, hält der Geruch die Scharfzähne nicht davon ab, ins große Tal zu kommen. Was? Oh nein! Großmutter, du musst die anderen warnen. Vater Dreihorn und ich untersuchen die versteckte Schlucht. Wenigstens wissen wir jetzt, wie die Schafzähne hier reingekommen sind. Oh je,
Es gibt nur noch ein paar Baumleckereien hier. Tja, die riechen nicht mehr sehr stark. Die halten die Scharfzähne garantiert nicht fern. Wir müssen einen anderen Weg finden, die Scharfzähne vom großen Tal fernzuhalten. Es ist zu spät. Die Schnellschnapper kommen zurück. Das klingt wie... Rotklaue! Uns entdeckt. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Littlefoot, du und deine Freunde, ihr lauft zurück und holt Hilfe. Vater Dreihorn und ich halten euch den Rücken frei. Ja, wir können die Scharfzähne aufhalten, zumindest für eine Weile. Beeilt euch! Rechtzeitig zurück. Wir müssen ihnen helfen. Du hast recht. Sie werden niemals gegen die drei ankommen. Was wir können tun, wir viel zu klein. Idri, schnell! Flieg ganz nach oben zu den Bäumen und wirf so viele Baumleckereien runter, wie du kannst. Wenn die Scharfzähne den Geruch der Baumleckereien nicht ausstehen können, dann reiben wir sie ihnen unter die Nase. Aber wie? Na, so wie wir immer die Bälle schießen. Worauf wartet ihr? Gemacht, Kinder. Die Baumleckereien können sie nicht ausstehen. Scheint Spaß zu machen. Werft so ein Ding zu mir. Ja.
Es hat geklappt. Sie hauen ab. Muss der Eingang wirklich verschlossen werden, Großmutter? Ja, Littlefoot. Wir müssen sicher gehen, dass nie wieder ein Schafzahn den Weg ins große Tal findet. Wir können niemals nicht wieder in unser spezielles geheimes Versteck. Nein, nein, nein. So, meine Freunde, der Zugang zur geheimen Schlucht ist verschlossen und das große Tal ist wieder vor den Schafzähnen sicher. Also, wir möchten uns dafür entschuldigen, dass wir alle in Gefahr gebracht haben. Wir haben den anderen nichts von den Baumfrüchten erzählt, die wir gefunden haben. Uns tut sehr, sehr, sehr leid. Das sollte euch auch leid tun. Ich bin zu alt, um mich mit Schafzähnen rumzuschlagen. Aber Papsi, wie du mit Rotklaue gekämpft hast, das war total mutig. Oh. Wer hätte das gedacht? Mit Rotklaue gekämpft? Naja, also, das war doch nichts Besonderes. Was sollte ich machen? Ich stand Rotklaue Auge in Auge gegenüber. Man muss einen Schafzahn glauben lassen, dass man keine Angst vor ihm hat. Das ist der Trick. Also marschierte ich auf den Riesenhügel.